Moin Leute und herzlich willkommen hier im Vereinsheim der Modellbahnfreunde EEP. Ja, nachdem wir beim letzten Mal den Bastelraum eingerichtet haben, wollen heute die ersten den Gleiswendel aufbauen. Dazu haben wir ja unseren kleinen Raum hier hinten noch eingerichtet bzw. die Wände dafür gezogen. Und hier soll also nun der Gleiswendel aufgebaut werden. Gehen wir nochmal hier rum. Na, da ist der Bastelraum. Und, da müssen wir hin. So. Das heißt also, wir kommen hier unten an. Die Anlage wird ungefähr, wird die hier beginnen. Wir werden dann hier nochmal irgendwie die Gleise rüberlegen. Und dann kommen wir hier hin und dann müssen wir also hier hoch in den entsprechenden Schattenbahnhof rein. Und dazu brauchen wir also hier den Gleiswendel. Ja, fangen wir mal an. Dazu oder beziehungsweise für den Gleiswendel werden wir aber die Splines von, wie heißt der jetzt, von TD1 nehmen. TD1 da, Betongrau würde ich vorschlagen. Warum? Weil die haben einfach hier unten schon das Schotterbett und wir haben dann hinterher ein bisschen leichteres Spiel, das Ganze aufzubauen. Beziehungsweise durch das Schotterbett ist das Ganze schon mal soweit eingerichtet. Aber eins am anderen. So, als erstes werden wir uns mal das Gleis hier so hinschieben. Dazu gehen wir mal hier auf den Winkel 0. Dann gucken, ob wir hinkommen. Hier so ungefähr. Jetzt fangen wir mal mit dem Pfosten an. Ja. Dann schieben wir uns das hier rüber. Ein bisschen Platz brauchen wir dahinter. So, dann gehen wir hier auf 30 Meter. Und dann halt, legen wir mal los, einmal am Ende verlängern, dann hier auf minus 45 Grad und wir müssen eine Steigung reinbringen von 0,5. So, das müsste eigentlich schon soweit ausreichen. Gehen wir mal jetzt in die 2D-Ansicht, wo haben wir? Zack, wo sind wir? Da sind wir. So, gehen wir mal in die Gleise rein und dann einmal vorwärts, 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 vorwärts. So, Gleiseigenschaften, da haben wir noch die Steigung, das bleibt so. Jetzt müssen wir aber hier, wir brauchen insgesamt drei Gleise. Einmal nach rechts, 2, 3. So. Wie sieht das aus? Ja. Gut, so, jetzt brauchen wir natürlich noch, in der Realität wird man also jetzt hier, so haben wir es damals gemacht im Vereinsheim, dass wir hier also Gewindestangen nehmen, die stellt man dann hin, dann werden die also mit Muttern, werden also die Brettchen daran befestigt und so geht man dann Stück für Stück höher. Das werden wir so ein bisschen nachimitieren, aber wir werden keine Gewindestangen nehmen, wir werden auch keine Brettchen nehmen. Deswegen haben wir ja die Gleisschotter da schon darunter. Das heißt aber, wir brauchen auf jeden Fall mal einen Pfosten. Das schalten wir also mal aus. Ach, nicht Posten, Pfosten. So, zack. So, hier haben wir noch mal ein, da haben wir schon welche im Angebot und noch mehr. Ich würde sagen, wir machen hier, der sieht schon ganz gut aus. Brückenpfoster beige von RG3.
Wer ihn nochmal sehen will, ist also eine 13er Version. Und irgendwo in einem Shop. So, zack, das haben wir. Dann gehen wir mal hier rein. Und zwar unter Immobilien. Da war der beige. Den setzen wir uns da mal hin. So, dann gehen wir wieder in die 2D-Ansicht. Wo haben wir ihn? Da ist er. 50. Abbrechen. Da sind wir irgendwo verkehrt. Halt, warum trifft man den nicht? Wo haben wir ihn? Da. Oh, Objekteigenschaften 50, 50 in der Höhe. Mal gucken, wie wir hinkommen. Bleiben wir erstmal bei 45. So ungefähr auf die Höhe wollen wir auch kommen. So, da haben wir ihn. Den schieben wir uns jetzt erstmal. Den ersten schieben wir uns hier hin. So, dann kopieren wir uns den nochmal und setzen uns den auf der gegenüberliegenden Seite. Zack. So. Dann brauchen wir den nochmal. Und zwar setzen wir uns den dann hier hin. So. Und dann einmal nochmal kopieren. Der kommt dahin. So. Und dann können wir uns den kopieren nochmal. Den setzen wir uns dann hier unten hin. So, jetzt müssen wir natürlich halt den kopieren wir uns auch nochmal. Nur dass bei uns den setzen wir uns hier im Viertel hinein. So. Und dann schieben wir uns den mal hier. Zack. So ungefähr hin, ne? Gut, so, dann brauchen wir den nochmal. Und zwar einmal hier. Kopieren. So, dann brauchen wir den hier oben. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen drehen. So, und jetzt brauchen wir da noch mal einen, ne? Das heißt also, wir kopieren uns den noch mal und dann schieben wir uns den hier hin. Da müssen wir noch mal wieder drehen. So. Und wir schieben den also so weit rein, wie hier die, ich weiß nicht, ob man das hoffentlich sehen kann, wie die grüne Linie ist. Das heißt, da müsste eigentlich jetzt passen. Wir gehen aber mal in die 3D-Ansicht rein. Das sieht im Moment noch sehr, sehr wild aus. Diese Pinne, die da rausgucken. Ich weiß auch nicht, ob wir die Höhe komplett brauchen. So, dann geht's los. Also, wir wollen in einer Höhe kommen. Die Anlage soll in einer Höhe von 45 Metern aufgebaut werden. Das heißt also, wir müssen hier mit dem Gleis ungefähr auf 45 kommen, um unseren Schattenbahnhof aufzubauen. So, einmal, ne, können wir ja noch anders machen hier. Das können wir einfach mal nach rechts. So, dann gucken wir mal eben hier. Gleiseigenschaften sind wir noch auf 0. Das passt. Und hier sind wir auch auf 0. Und zwar hier die Gleisüberhöhung. Das werden wir aber zwischendurch noch mal kontrollieren. Und jetzt gehen wir einfach mal vorwärts. So. Was haben wir jetzt? Immer noch 0. Ist so gut. So, bei 3 Meter sind wir. Also, auf wie geht's? Einmal im Kreis herum.
Bissbrauch dann auf unserer circa 41, 40, 45er Höhe kommen. 37, 38, 39, 40, 41, zack, 42, dabei lassen wir es mal. Jetzt gehen wir hier hin, Gleiseigenschaften und sagen, hier machen wir einen Winkel von 45 plus rein und dann noch einmal vorwärts, so. Und damit haben wir den Innenkreis eingerichtet. So sieht es also im Moment aus. Ich würde sagen, damit können wir leben, ne? So, jetzt brauchen wir natürlich das Gleiche für den mittleren Kreis erstmal noch. Auch hier wiederum. Eben einmal kontrollieren. Jawohl, noch bei 0. So, und dann nicht, dass wir eine automatische Gleisüberhöhung reinkriegen. Das sähe dann natürlich nicht so schön aus. Auch hier müssen wir jetzt wieder auf die noch einmal rum, ne? So, 42, dann einmal vorwärts und einmal wiederum den Winkel auf plus setzen. Das passt natürlich jetzt nicht ganz, da kommen wir aber nachher noch zu. Und jetzt müssen wir den Außenkreis auch noch einmal. Können aber noch mal hier gucken, ob wir, ja, passt. So, auf wie geht's? Nächste Runde. Auf 34 noch eine Runde, dann sind wir auch da oben angelangt. Ja. Zack, und auch hier einmal. So. Das passt natürlich hier absolut nicht, macht aber auch nichts. Dazu gehen wir einfach mal jetzt hier rein. Das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Und dann werden wir uns das nach links setzen. Das ist ja schon eine wilde Konstruktion, ne? Einmal links und nochmal links. So. Und dann müssen wir das Ganze hier auch nochmal links, links. Und damit haben wir auch dieses soweit fertig. Das müssen wir einmal kurz hier verbinden. Ja, jetzt passt es. Da haben wir noch was. So. Gut, so, jetzt müssen wir unsere Träger auch noch mal setzen. Das heißt also, wir fangen mal mit ihm hier an. Einmal kopieren und dann setzen wir uns den. Ne, stopp, das machen wir anders. Wir gehen erstmal hier rein und gucken mal wegen der Höhe. Hier können wir schon mal tiefer gehen. Objekteigenschaften, da gehen wir mal auf 35, können noch tiefer gehen. Objekteigenschaften 25. So. Objekteigenschaften 25. Halt. Objekteigenschaften 35. Etwas verkehrt gewesen hier.
kriegen wir das natürlich da haben. Objekteigenschaften 45. Ja. Den machen wir jetzt mal hier Objekteigenschaften auf 40. Nee, müssen wir auch doch noch auf 45 lassen. Ja. Wir lassen die alle auf 45. Wir könnten die zwar noch ein bisschen tiefer setzen hier, aber wir lassen die alle auf 45. Gut, so, dann können wir jetzt einmal hingehen und sagen hier, zack, kopieren. Und den schieben wir uns hier hin. So. Dann einmal kopieren. So. Und so. Dann schieben wir uns noch ein bisschen hier rüber. So. Und dann auch noch mal hier kopieren. Einmal hier rüber. So. Und dann das genauso. Und den dann auch noch. Dann haben wir sie alle gesetzt. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Genauso. Natürlich könnte man jetzt hier hinten auch noch einen hinsetzen, aber lassen wir jetzt mal. Normalerweise wird man auch noch mehr Ständer einbauen, um das Gleis damit zu entlasten. So, jetzt brauchen wir aber hier einen vernünftigen Durchbruch. Da werden wir uns mal ein. Das ist aus, okay. Ein gucken, ob wir da was finden. Ein Tunnelportal. Da haben wir hier noch, hier das muss ausschalten. So, jetzt sieht das schon besser aus. Guck mal, was haben wir denn da? Das ist noch zu groß. Ich glaube, ich würde vorschlagen, auf die hier überzugehen. So, einmal. Das ist auch eine Immobilie. Das passt ja. Zack. Halt. So. Einmal hoch. Einmal drehen. Und zwar auf 90. Ja. Ja. Das schieben wir uns jetzt hier mal ran. So. Halt, wo ist er? Da ist er. Den müssen wir uns jetzt tiefer setzen. So. Und dann können wir uns den hier ranschieben. Dann müssen wir nochmal, weil einmal ein bisschen dehnen. Ah, wo ist er? So.
So müsste es passen. So, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Genau, da kommt er auch raus. Ach, da passt ja wunderbar. Ne? So, da müssen wir aber jetzt, dass das Mauerwerk ein bisschen vertuscht wird, gibt es auch als Free-Modell Glasscheiben in verschiedenen Farben. Hier zum Beispiel von SM1 in Blau, Braun, Weiß. Hier dieses Türkis oder Grün läuft es da drunter. Wir nehmen aber mal Schwarz. Die nehmen wir uns. Und dann war, glaube ich, auch eine Immobilie. Ne? So. Die setze ich also meistens so in Tunneleingänge rein. So, halt einmal nur. So, die ziehen wir uns hier hoch. Mal eben gucken. Hier stimmt noch was nicht. Ah, da ist das Gleis noch verdeckt. Wir müssen den noch größer machen. Ah, den müssen wir größer machen. Gucken, ob wir den jetzt noch kriegen. Haben wir. Einmal noch länger ziehen. Jetzt muss ich. Ja. Jetzt gehen wir noch mal auf die andere Seite. Mal sehen, wie es da passt. Da kommt das Gleis raus. Das passt. Okay. So, dann können wir also unsere Scheibe hier reinsetzen. Die werden wir auch noch mal eben auf Drehung 0. Das passt. Ja. Zack. Der Gizmo, der muss also jetzt hier auf die Mitte des mittleren Gleises. Ja, gehen wir ein bisschen und dann ziehen wir uns das einmal so hier hin und einmal in die Höhe. Ja, damit müsste das eigentlich genau. Damit ist also unser Öffnung im Mauerwerk durchbrochen und wir haben also jetzt einen Durchgang zu unserem Wendel bzw. hier zu unserem Schattenbahnhof. Ja gut, das war also jetzt noch mal wieder zu dem Gleiswendel. So, gucken wir hier noch mal von oben. So sieht es also jetzt im Moment aus. Und ja, das soll es aber auch erstmal wieder für heute gewesen sein. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis dahin, euer Heinrich.